Guten Morgen, Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Anlässlich des UN-Welttages fand in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest eine Konferenz mit dem Titel »Die Welt, die wir wollen, die UN, die wir brauchen« statt. Es wurden mehrere Reden gehalten, darunter eine von Gergely Guyas, Kanzleramtsminister. Er sagte, die Bedeutung der Vereinten Nationen sei vielleicht noch nie so groß gewesen und fügte hinzu, dass seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie eine Atommacht einen Krieg in Europa begonnen habe. Der UN-Welttag erinnert an die offizielle Gründung der Organisation am 24. Oktober 1945. Das Landwirtschaftsministerium organisierte eine Konferenz für nachhaltigen Handel und Erzeuger in Budapest. Das Landwirtschaftsministerium ist bestrebt, innovative Lösungen zu unterstützen, die die ungarische Lebensmittelindustrie voranbringen können, sagte Márton Nobilis, Staatssekretär für Lebensmittelindustrie und Handelspolitik, und betonte, dass es im Interesse der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes unerlässlich sei, verpackungsfreie Geschäfte zu unterstützen und neuen Branchen gegenüber offen zu sein. Die Interessengemeinschaft verpackungsfreier Geschäfte, Chombek, soll ebenfalls dazu beitragen, dies zu erreichen. Chombek hat jetzt 25 Mitglieder und 72 solcher Geschäfte in Ungarn. Dies zeigt, dass es eine Nachfrage nach dieser Initiative gibt. Das Umdenken oder der Verzicht auf Verpackungen kann Produkte auch billiger machen, fügte der Staatssekretär hinzu. Zwischen Bjoma Endröd und Devevanya auf der Straße 423 kam ein Auto von der Straße ab und prallte in einen Graben, schließlich gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei komplett zerstört. 4 Insassen konnten von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Die Straße war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Unfallursache wird nun von der Polizei untersucht. In ungarischen Wäldern darf Brennholz nur mit einer Genehmigung und nur für den Eigenbedarf gesammelt werden. Das geht aus einer Zusammenstellung von Vorschriften für die Forst- und Holzwirtschaft hervor, die das Online-Magazin Fortei am Montag veröffentlichte. Nach den Vorschriften können Brennholzsammler für sich selbst das Holz sammeln, das nach der Abholzung übrig geblieben ist und nicht in großem Maßstab wirtschaftlich gesammelt werden konnte. Das gesammelte Holz wird vom Forstpersonal gewogen und in Rechnung gestellt. Verschiedene Forstbetriebe erlauben das Sammeln an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden. In den letzten Wochen haben viele Heil- und Thermalbäder aufgrund der gestiegenen Energiepreise für die Herbst- und Wintermonate geschlossen. Doch im Falle des Höhlenbades von Miskolc-Tapolca gibt es zum Glück gute Nachrichten. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass nach dem Erlebnisbad Elipsum auch das Strandbad Scheljemred und das bekannte Höhlenbad am 10. Oktober geschlossen werden, waren die lokalen Tourismusunternehmen schockiert und verstanden nicht, warum alle Bäder der Stadt ohne Rücksprache und ohne Berücksichtigung der negativen Folgen geschlossen werden mussten. Die Hotels und Restaurants der Region waren der Meinung, dass ihre Geschäfte ohne das Heilbad, die größte Attraktion der Stadt, unmöglich wären. Diese Unternehmen beschlossen, das Problem selber zu lösen, und innerhalb von 48 Stunden sammelten sie mehr als 20 Millionen Forint für die Wiedereröffnung des Bades. Am Freitag, dem 28. Oktober, öffnet das Höhlenbad nun wieder. Das kurzfristige Ziel ist es, das Höhlenbad mit dem Geld bis zum 31. Dezember offen zu halten, während eine langfristige Lösung gesucht wird, um auch den anderen Bädern zu helfen. Advent Peach und das Joinai Lichter Festival rufen auch in diesem Jahr wieder zu einem Zeichenwettbewerb auf, damit Licht, Schönheit und Kreativität den Hauptplatz von Peach während der winterlichen Adventszeit erhellen. Wie üblich wird eines der berühmtesten Gebäude von Peach, das Yami, in der Adventszeit mit Bildern projiziert. Und auch in diesem Jahr sind begabte Kinder eingeladen, ihre Zeichnungen einzureichen. Einreichungen sind bis zum 20. November möglich, entweder elektronisch, per Post oder persönlich. Das Thema der Zeichnungen ist natürlich der Advent. Und die Gewinner werden nicht nur ihre Zeichnungen projiziert sehen, sondern auch wertvolle Preise erhalten. Das Wetter in Ungarn. Am Dienstag kann es zunächst im Nordosten und Südwesten zu Regen und Schauern kommen, am Nachmittag dann vor allem im Süden, wobei die Sonne von Nordwesten her zunimmt. Der Morgennebel wird sich bis zum Nachmittag auflösen. In der Nordhälfte des Landes kann es an einigen Stellen zu starken Böen aus Nordwest kommen. Nachmittags sind 16 bis 22 Grad zu erwarten. Guten Morgen, Ungarn!
Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück.